Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Ich muss jetzt erstmal einen Radler aufmachen. Weil ich habe mir hier für einen Fuffi irgendwie so eine Plastiktragetasche gekauft. Das muss man erstmal verdauen so im Kopf. Also ich bin mir nicht sicher. Ich will hier eigentlich erstmal unvoreingenommen reingehen. Shirin David, ich finde die Mucke gar nicht mal so schlecht. Also vor allem vergleichsweise mit anderen weiblichen Sprechgesangsartistinnen heutzutage ist es angenehm. Wenn es im Club kommt, ja, ist es jetzt nicht so schrecklich. Kann man sich geben, man kann den Menschen auch betrachten mit Wohlwollen. Wo ich kein Freund von körperlichen Modifikationen bin. Also gut, die Nase habe ich mir auch richten lassen, die war mal 2 cm kürzer. Shirin David, super size. Diese mächtige Box hier habe ich mir vorhin im Saturn für 49,99 € gekauft. Das ist eine Menge Geld. Dafür kriegt man auch 5 Gramm oder 1 Gramm Schnee. Naja, muss man selber wissen, wofür man sein Geld wirklich investieren möchte. Link zur Box ist irgendwas in der Beschreibung. Sie ist noch nicht ausverkauft, was ich selbstverständlich etwas mystisch finde, denn mit der Reichweite sollte man so eine Box auf jeden Fall ausverkauft kriegen. Flair hat seine auch ausverkauft und so weiter und so fort. Deswegen, naja. Aber gucken wir mal rein, geben wir dem Ganzen mal eine Chance. Ich bin sicherlich nicht die Zielgruppe dieses Produktes, aber das ist auch nicht so schlimm, wie ich finde, weil ich kann ja trotzdem beurteilen, was gut ist und was schlecht ist, was Qualität angeht und Preis-Leistungs-Verhältnis etc. Super Size ist ja eingestanzt. Die Box an sich war nicht mal so schlecht, ist halt ja, nicht besonders, nie bedruckt. Ah, also man hat im Prinzip so eine Unboxing-Experience wie von so Designer-Klamotten. Ist auch oft in solchen Boxen geliefert und dann hier so ein Pergament, Super Size, steht hier überall drauf. Schick gemacht auf jeden Fall. Also wer hier mal irgendwie ein bisschen Stone Island, Versace, Gucci irgendwo was bestellt hat, der weiß, so Zeug wird genauso geliefert. Also, habe ich gehört. Und ist an sich ganz nett. Also wir haben hier erstmal das hier. Dann haben wir das hier. Kalender. Oder? Irgendwie ist ja wirklich Kalender. Und ja, das Ganze ist ja halt nur in diesem Pergament eingeschlagen. Gut, okay. Das ist der Inhalt. Also zuerst mal der Kalender. Der ist auf jeden Fall von der Qualität gut gemacht. Und ich weiß, dass sowas ziemlich teuer ist herzustellen. Also das ist auf jeden Fall einer der teuersten Boxinhalte, auch wenn man es nicht glaubt. Ich bin zum Beispiel mir ziemlich sicher, dass die Weste von Luciano nicht mehr kostet in der Herstellung als dieser Kalender. Weil sowas ist echt teuer. Das ist ordentliche Qualität auch. Ich habe mir die erste Seite. Hier sagt sie so Plastik bedruckt. Das ist schon nicht schlecht gemacht fürs Jahr 2020. Man muss auch denken, ja, wir sind jetzt hier Leute, die feiern andere Sachen. Aber ein Fan von Shirin David findet das bestimmt ganz geil. So, dann haben wir jetzt hier das eine oder andere Bild mit der guten Frau. Ich zeige jetzt aber nochmal 4 Monate, weil ich nicht den ganzen Kalender spoilern möchte. Also ansehnlich ist es, so ist es nicht. Also jetzt streiten, auf jeden Fall ist die Qualität sehr gut. Es ist ein Kalender. Flair hat ja auch schon Kalender gemacht, der ist immer größer. Und auf jeden Fall kann man gegen diesen Kalender nichts sagen, weil der ist wirklich, wirklich gut gemacht. Muss man ganz objektiv positiv bewerten, beziehungsweise tue ich das jetzt mal hier. Und das hier ist im Prinzip das, wofür sich alle interessieren. Das ist eine Handtasche. Wir haben hier im Prinzip 2 so Hauptplastikringe. Ist überhaupt doch Plastik? Keine Ahnung, es ist sehr, sehr hartes Material auf jeden Fall. Weiß, es wird schnell vergilben. Das sage ich euch, indem du den fetschen Folien immer dran gehst. Dann haben wir so einen Beutel, also so eine Handtasche ist das eher. Hier ist noch das drin und hier ist in so einem selben Ding die CD. Okay. Oh, Junge, na gut, das muss man erstmal entfalten. Das ist ja derb, der Stoff. Okay, ja, also hier haben wir die. Das ist eine durchsichtige Tasche. Also sowas, also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich würde niemals mit einer durchsichtigen Tasche rumlaufen. Da sieht ja jeder, was ich da drin habe. Also in einer normalen Frauenhandtasche sind ja auch zum Beispiel mal so OBs oder irgend sowas drin. Hier sieht man ja komplett, was drin ist. Das ist Design.
Aber für mich wäre das nichts. Hier steht immer Super Size drauf, das ist auch alles. Also sonst ist die Tasche nicht bedruckt. Die Qualität ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht herausragend. Also für so einen Deluxe-Box-Inhalt ist es schon nicht schlecht. Aber ja, also das ist natürlich absolute Geschmackssache. Wenn man jetzt unbedingt mitteilen möchte, was man mit sich herumträgt, dann ist die Tasche perfekt. Aber sonst, Junge, Junge. Wir haben hier nur eine CD drin und das ist die hier. Die sind so, also was soll, also jetzt mal ganz ehrlich, so wird das hier geliefert. Ich gehe nochmal näher nach, weil das ist ja wirklich unter aller Kanone. Das hier ist jetzt das Album. Warum haben die in diese Tasche nicht mal ein normales Case reingelegt? Das ist eine Frechheit, also wenn du mich fragst. Das ist ja mit Abstand das schlechtest verpackte. Das ist ja wie bei Hydra 3D von, wie hießen die hier? Tease Time Machine hier, ihr wisst schon, die Typen. Dead Adam, genau. Das ist ja wirklich, das ist ja nichts. Das ist ja einfach nur, das ist ein Album. Das ist ja nicht irgendeine Bonus-EP oder so. Das ist die Haupt-CD, wo alles drauf ist. Okay, ist ganz angenehm bedruckt, da kann man jetzt nie haten, aber Alter, was soll denn das? So, 12 Tracks haben wir drauf. Mit Xavier Naidoo und Gims. Kenne ich jetzt nicht. Also Xavier Naidoo kenne ich natürlich, aber Gims kenne ich nicht. Ja, das ist wirklich, verstehe ich nicht, was das soll. Warum legt man nicht einfach ein ganz normales Album ein mit einer normalen Hülle? Dann ist noch dieser Kosmetikbeutel, oder keine Ahnung, wie man das bezeichnet, noch hier drin. Au! Es steht hier Shirin David. Okay. Hier steht so Shirin David, so eingestanzt. Selbe Material im Prinzip, passt doch gut dazu. Dann sind hier noch Aufkleber, und zwar 6 Stück. Super Size dreimal und Shirin David dreimal. Die sind halt auch so halb durchsichtig. Ganz okay. Kann man jetzt nicht wirklich was Negatives sagen. Das sind halt Sticker. Und dann haben wir hier noch eine Probe vom Parfüm. Das ist halt wirklich eine Probe. Aber warum hat es nicht für eine ganze Flasche gereicht? Sind da 50 Euro zu viel, wenn man eine ganze Flasche reinmacht? Ah, gut. Nee, eigentlich nicht. Wenn du mich jetzt so persönlich fragst. Oder da hättest du halt 60 Euro gemacht. Hauptsache, da ist eine ganze Flasche drin. Also das ist ja, Junge. Das ist ja im Prinzip, das ist kein Boxinhalt, das ist Werbung. Weil das wirbt, das ist dafür da, dass man irgendwann, riecht ganz okay, Parfüm. Also, dass man mal irgendwann eine große Flasche kauft im Laden, also im Shop, wie auch immer. Also, das ist Werbung. Das muss man immer aus marketingtechnischer Sicht sehen. Das ist kein wirklicher Inhalt. Also wenn man jetzt sagt, das ist ein Parfüm, nee, das ist wie wenn man in so eine Deluxe-Box einen Zettel reinlegt, wo die Tourdaten draufstehen. Das ist Werbung für die Tour. Das ist kein zusätzlicher Inhalt. Das ist einfach nur Werbung. Aber okay, es ist drin, damit kann man sich mal ein bisschen eindieseln. So, jetzt müssen wir das Ganze mal zusammenfassen. Schwierig. Schwierig. Wir haben hier für einen Fuffi schon interessante Sachen. Also, ich muss sagen, interessante Sachen. Ich kann es jetzt nicht so einfach bewerten. Weil, hier ist halt auch viel Geschmackssache dabei. Wir haben an sich eine Box, die ist sehr groß. Und die Unboxing Experience ist geil. Das ist wirklich nicht schlecht. Wenn man auf sowas steht, cool. Wenn man mich persönlich fragt, hätte man die Box aber auch weglassen können und alles in hier reinmachen können, wäre auch gegangen, wie auch immer. Wir sehen nicht, wie wichtig das jetzt ist für manche. Dann, also Parfüm haben wir, beziehungsweise die Probe ist am Start. Also ist eine Probe. So, dann haben wir hier unter aller Kanone präsentiert und verpackt das Album an sich, und das finde ich schlecht. Geht gar nicht. Also ja, Sticker, okay. Dann haben wir hier diese Tasche, also diese Plastiktragetasche. Ey, sorry, aber was soll das? Also, designtechnisch für mich persönlich absolut nicht nachvollziehbar, warum man sowas nutzt. Und dann haben wir hier noch diesen Beutel dazu wieder, also okay. Ist halt. Was ich sehr gut finde, ist der Kalender. Der ist auf jeden Fall von der Qualität und von der Machart her wirklich ordentlich. Und der kostet auch einiges. Da, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Schwierig jetzt die Box für mich zu bewerten, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ich muss brauchen mal einen Schluck. Übrigens beste Radler, wo gibt.
Die Box ist an sich nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob die jungen Mädels, die jetzt hier halt wirklich dann mit dieser Tasche rumlaufen, wirklich für ihr 50 Euro was Ordentliches bekommen. Ja, die CD ordentlich verpackt, hätte ich die Box sogar gut bewertet, aber so sehe ich, dass hier sich die Gedanken auf jeden Fall nicht an der richtigen Stelle gemacht wurden. Naja, mir fällt es wirklich schwer, die Box zu bewerten, irgendwie. Gute Ideen, wirklich gute Ideen, aber es ist an einigen Stellen hapert es wirklich massiv. Also so wie die Box jetzt ist hier für 40 Euro, also 39,90 hätte ich sie gut bewertet. So halt anstatt dieses Parfüms noch eine richtige Parfümflasche, dann hätte ich sie sehr gut bewertet. Also wirklich, wenn hier eine ordentliche Hülle wäre, das eine richtige Parfümflasche, meinetwegen auch 55 Euro, dann hätte ich es richtig gut bewertet. So ist es halt nicht halbes, nicht ganzes. Hier ist halt nur ein bisschen Plastik, der Kalender, wer hängt denn heutzutage noch einen Kalender auf? Box, ja, okay, die packst du halt einmal aus und dann nie wieder. Also, mein Gott. Ich quatsche jetzt hier viel zu lange, wirklich, sorry, aber ich will halt wirklich immer klare Worte finden, aber hier fällt es mir gerade echt schwer. Habe ich selten das Gefühl. Danke fürs Anschauen dieses Videos, Frau David. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg mit Ihrem Album und wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Euer Max Supersize Berg. Was beknackt ist.